Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Weekly Reading. Heute auch mal wieder an einem Montag. Nicht so wie die letzten Male, da habe ich mich ja sonst immer irgendwann mitten in der Woche gemeldet. Heute haben wir Montag, wir haben allerdings auch schon 10 vor 17 Uhr, also 16.50 Uhr. Meine Haare sind ein bisschen nass noch, ich war nämlich duschen. Ich war nämlich heute Morgen schon beim Pferd, war eine Runde reiten, danach war ich noch im Fitnessstudio. Und dann war ich halt eben duschen und wenn es jetzt dunkler wird, tut es mir leid, aber ich glaube, bei uns wird es bald anfangen zu regnen und es wird langsam dunkel draußen. Deswegen seht ihr auch nicht besonders viel vom Hintergrund, sondern hauptsächlich nur mich, aber das ist ja nicht so weit schlimm. In meinem letzten Weekly Reading, was ich euch gerne hier oben im i verlinken kann, habe ich erzählt, dass ich auf Ewig Dein von Eva Völler, also den ersten Band der Time School Trilogie ist das, glaube ich, noch fertig lesen möchte am Sonntag, also am 10.06. wollte ich es fertig lesen. Das habe ich tatsächlich nicht geschafft. Ich habe es trotzdem beendet, weil ich heute Morgen irgendwie nur noch 40 Minuten zum Lesen hatte ungefähr. Und dann habe ich mir das Buch geschnappt und das komplett fertig gelesen. Hier noch einmal ganz kurz das Cover. Ich hoffe, ihr könnt es irgendwie erkennen. So ein bisschen vielleicht. Ja, aber ich denke, viele wissen ja, wie das Cover aussieht. Wie gesagt, habe ich beendet, hat sich mir oder hat mir zum Ende hin auch wirklich wieder gut gefallen, besser als zu Beginn. Der Anfang war sehr langatmig. Ich musste ein bisschen auch in den Charakteren warm werden. Auch wenn ich Fatima und Ole unglaublich gerne mochte. Es sind Menschen aufgetaucht, die wir aus der Zeitenzauber-Trilogie schon kennen. Es kommen neue Menschen hinzu, die sich da so ein bisschen reinleben. Und es kommen Menschen und Wesen hinzu, die ja, die Geschichte so ein bisschen interessanter machen, würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, zum Ende hin hat mir die Geschichte wirklich gut gefallen. Es hat mir Spaß gemacht zu lesen, deswegen kam ich auch wirklich gut voran dann und konnte gut und flüssig weiterlesen. Hat letztendlich von mir so 3,5 bis 4 Sterne bekommen, das Buch. Auf jeden Fall ein gutes Buch. Ich werde auch auf jeden Fall weiterlesen. Den zweiten Band habe ich ja auch schon und kann den dann irgendwann, ich denke im Juli, werde ich den dann einfach anfangen zu lesen. So viel zur Time School Reihe. Packen wir das einmal weg. Und ich weiß auch schon, welches Buch ich als nächstes lesen werde. Und zwar habe ich mir Bücher in der Bibliothek ausgeliehen. Unter anderem Lockwood und Co. Das flammende Phantom. Das ist der vierte Band der Lockwood und Co. Reihe. Den fünften habe ich auch schon hier. Das heißt, wenn ich das fertig gelesen habe, kann ich auch direkt den fünften lesen. Ich denke, das Buch werde ich auch die Woche schaffen. Das sind knapp 480 Seiten, oh ne, fast knapp 490 Seiten ungefähr. Sollte ich auf jeden Fall schaffen, kann man doch eigentlich sehr schnell lesen, weil es sehr groß geschrieben ist. Das eben für Jugendliche oder Kinder ist halt eben. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf das Buch, denn die ersten 3 Bände haben mir auch schon gut gefallen und ich werde euch auch hier auf dem Laufenden halten, die Woche über. Das war es dann auch schon mit dem heutigen Tag. Ich habe nämlich, glaube ich, auch nicht viel mehr zu erzählen und passieren wird sowieso nichts mehr. Deswegen melde ich mich einfach im Laufe der Woche. Hallo ihr Lieben! Ja, ihr merkt, es läuft bis jetzt zumindest besser als die letzten Weekly Readings. Wir haben nämlich heute Dienstag. Wir haben jetzt zwar auch schon kurz nach 2:30, aber das ist ja nicht so schlimm. Ich habe heute auch schon fleißig ein Video gedreht. Ich glaube, das drehe ich aber nochmal neu, weil es mir nicht so gefällt. Und genau. Ich wollte euch mal ein Leseupdate geben, denn ich habe ja gestern erzählt, dass ich den vierten Band von Lockwood und Co. lesen möchte. Ich habe gestern auch angefangen und bin auch schon ganz gut vorangekommen, würde ich mal behaupten. Ich bin auf Seite 104. Noch nicht ganz, aber fast ein Viertel von dem Buch. Also ich kann es euch ja mal von hier oben zeigen. Ja, ich glaube, ihr könnt es einigermaßen erkennen, wie weit ich bin. Gefällt mir wieder richtig, richtig gut. Der Einstieg war echt toll nach dem dritten Band. Am Ende des dritten Bandes ist ja etwas passiert, was ich jetzt persönlich nicht so erwartet hätte, was aber der Geschichte irgendwie nochmal so ein bisschen mehr Pep gibt. Und ja, wir konnten jetzt schon ein bisschen verfolgen, wie es mit der Person weitergeht in dem Buch und wie es mit Lockwood und Co. eben weitergeht. Schreibstil ist wieder wunderbar. Die Geschichte ist bis jetzt auch richtig, richtig gut. Gefällt mir wirklich gut. Und ich bin sehr gespannt, was es mit dem flammenden Phantom auf sich hat. Ich finde das Cover übrigens auch irgendwie echt cool. Ich mag die Cover sehr, sehr gerne. Da ist nicht viel drauf. Sehr minimalistisch irgendwie. Aber es gefällt mir echt gut, muss ich sagen.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was noch alles passieren wird in diesem Buch und wie es mit Lockwood und Co. weitergeht. Und auch mit der Person mit der einen Person halt eben, was mit der passieren wird. Ich freue mich auf dieses Buch und werde euch da auf jeden Fall die Woche mitnehmen, denn ich hoffe, dass ich das Buch diese Woche fertig bekomme. Dann kann ich nämlich auch noch, ich habe noch ein C&A-Paket hier, das habe ich heute auch schon abgeholt. Das muss nämlich wieder zurück nach in die Stadt, wo auch die Bibliothek ist. Und dann könnte ich das nämlich verbinden, dann könnte ich das Buch zurückgeben und auch das Paket schon wegbringen und muss dann nicht öfter hin und her fahren. Genau. Aber ich glaube, das Buch sollte ich auf jeden Fall die Woche schaffen. Ja, bin ich eigentlich ganz zuversichtlich. Wenn ich jetzt schon über 100 Seiten gelesen habe, ist das, glaube ich, recht schnell fertig gelesen. Ich freue mich auf jeden Fall. Mehr habe ich dazu auch gar nicht zu berichten. Heute passiert auch nicht mehr so arg viel. Ich weiß ehrlich gesagt auch noch nicht genau was. Da lasse ich mich einfach überraschen. Und ja, mehr habe ich auch ehrlich gesagt gar nicht zu berichten, weil ja, es eben momentan nicht mehr zu berichten gibt. Und dann melde ich mich einfach im Laufe der Woche. So, Freunde, das war ein völliger Fail. Ich habe eben 4 Minuten gelabert und festgestellt, dass mein Mikrofon nicht an ist. Also das Ganze noch einmal. Ich habe heute schon ein Video für euch gedreht. Und zwar habe ich ja gestern schon erzählt, dass ich das Netflix-Serienvideo gedreht habe und mir nicht gefallen hat. Und deswegen habe ich es heute einfach nochmal neu gedreht. Und mir auch schon ein paar Gedanken gemacht für die Serien, für den Blogpost, der ja passend dazu online kommen wird. Auf meinem Blog und passend zu dem Thema bin ich auch gerade dabei, meinen Blogpost so ein bisschen umzustrukturieren, ein bisschen netter zu machen, sodass es mir dann auch irgendwann mal gefällt. Ich glaube, so langsam bin ich auf dem richtigen Weg und hoffe, dass ich das heute vielleicht noch irgendwann fertig bekomme. Genau, aber jetzt zum Leseupdate. Und zwar lese ich momentan Lockwood und Co. Das Flammen der Phantom. Das ist der 4. Band, ja. Ich bin jetzt auf Seite 153. Ist ein bisschen mehr als ein Viertel des Buches. Ist fast ein Drittel des Buches, würde ich sagen. Ich bin allerdings nicht so weit gekommen, wie ich ursprünglich wollte. Ich wollte ungefähr auf Seite 200 sein. Plus minus ein paar Seiten, eben wann das Kapitel fertig ist, sodass ich dann nur noch ungefähr 2, 2,5 Tage zum Lesen habe. Habe ich nicht geschafft. Ich hoffe, dass die 50 Seiten, die mir von gestern noch fehlen, ich zwinge mich ja zu nichts, aber es wäre auf jeden Fall schön, damit ich ein bisschen vorankomme mit den Büchern. Vielleicht schaffe ich ja die 50 Bücher heute noch im Laufe des Tages zu lesen oder im Abend, eben dann am Abend mit den 100 Seiten, die ich mir für heute vorgenommen habe. Wenn es nicht klappt, ist auch nicht schlimm, aber ich glaube, bei dem Buch würde es auch nicht schaden, wenn ich ein bisschen schneller vorankomme, weil mir das Buch unglaublich gut gefällt. Diese 150 Seiten waren grandios. Mir gefällt Lucy einfach in ihrer Rolle so, so gut und es ist so spannend. Man kann mit ihr einfach mitfühlen. Ich finde es sehr spannend, was mit Lockwood und Co. gerade passiert, was mit den Charakteren gerade passiert. Ja, man kann einfach richtig, richtig mitfühlen. Es macht Spaß, dieses Buch zu lesen. Ist jetzt nicht gruselig, aber es ist sehr spannend. Man kann da so ein bisschen miträtseln. Ja, und man kann sich einfach in Lucy oder generell in die Protagonisten unglaublich gut hineinversetzen, was mir unwahrscheinlich viel Spaß macht. Und ja, deswegen hoffe ich, dass ich heute die 150 Seiten von gestern und heute noch schaffen werde, damit ich endlich mit dem 5. Band anfangen kann. Ich bin dann, glaube ich, zwar ein bisschen traurig, dass die Reihe fertig ist, weil sie wirklich gut ist, was ich von Anfang an nicht erwartet hätte. Der erste Band hat mir zwar schon gut gefallen, der zweite und dritte Band auch schon, aber dass die Bücher wirklich immer, immer besser werden, finde ich grandios. Macht mir unglaublich viel Spaß. Ja, schade, dass es nur 5 Bände davon gibt. Und dann habe ich tatsächlich bei Aquila noch weiter gehört. Gestern und heute, nee, gestern gar nicht, heute hauptsächlich und bin ein gutes Stück vorangekommen. Ich bin jetzt bei 94%, also nur noch 6% ist jetzt auch nicht mehr so viel. Ich denke, das werde ich diese oder spätestens nächste Woche fertig gehört bekommen. Es ist allerdings jetzt kein Must-Read oder Must, wie auch immer, für mich. Es ist bisher ein 3-Sterne-Buch, es ist gut, es unterhält mich so ein bisschen, aber es ist jetzt auch nicht, ja, also der Klappentext hörte sich vielversprechender an, als es wirklich jetzt ist. Man kann zwar ein bisschen mitraten, aber ich habe da irgendwie gar keine Lust zu, weil es mir nicht, ja, es macht mir keine Lust dazu, mitzuraten. Es gibt so viele Dinge, die ich so nicht erwartet hätte. Trotzdem ist es irgendwie, ja, es ist wirklich einfach nur nett, mehr aber wirklich nicht. Also von mir eigentlich keine Lese- oder Hörempfehlung. Aber das ist auch nur meine Meinung. Ihr könnt euch ja mal reinlesen oder reinhören, wie es euch gefällt. Oder lest euch nochmal andere Rezensionen durch. Ich glaube, Ursula Poznanski hat noch bessere Jugendbücher geschrieben. Ich habe ja hier auch noch Ilanus oder wie auch immer man das jetzt ausspricht, von ihr nach oben fliegen. Das hört sich jetzt so böse an. Das steht auf jeden Fall noch oben auf meinem Bücherregal.
Und ich denke, das werde ich mir dann irgendwann im Laufe des Jahres schnappen, weil ich glaube, das könnte, ist auf jeden Fall auch wieder eine sehr spannende Thematik. Und ich glaube, das könnte mir auch ganz, ganz gut gefallen, wenn es ja ein bisschen spannender ist und ein bisschen mehr mich einfach mitreißen kann, weil Aquila kann mich einfach nicht mitreißen. Es ist einfach so, kann man nichts daran ändern. Ich bin trotzdem froh, dass ich die Geschichte erfahren habe und so kann ich euch ja auch ein bisschen was dazu erzählen und sagen, warum es mir nicht gefallen hat. Dazu dann aber mehr im Lesemonat, der auch ja schon wieder bald online kommt, weil wir haben ja auch schon wieder den 13. Juni. Ja, das war's jetzt von meinem Leseupdate. Ich werde jetzt gleich von meinem Freund abgeholt. Ich muss mir noch ein bisschen was anderes anziehen. Ich habe hier ein Kleid über einer Sporthose an. Ja. Muss mich gleich noch ein bisschen fertig machen und dann holt mich mein Freund ab und dann fahren wir in ein Shopping Center, weil er da gerne hin möchte. Und ich habe eben gerade hochgeschaut, weil da mal wieder eine Wespe an meinem Fenster klettert. Und die zweite auch gleich. Ja, sehr, sehr spannend. Ich beende das Ganze an dem Stück einfach, bevor ich noch mehr laber. Und dann nehme ich euch einfach irgendwann im Laufe der Woche wieder mit, wenn ich irgendwas Spannendes habe zu den Büchern. Und vielleicht kann ich euch ja auch schon morgen ein bisschen mehr zu dem Buch erzählen. Und bis dann. Hallo ihr Lieben, ich melde mich auch mal. Entschuldigt bitte diese verlotterte Frisur, aber meine Haare sind noch ein bisschen nass und deswegen sieht es so aus, wie es aussieht. Ich bin auch ungeschminkt, war ich den ganzen Tag heute. Ich melde mich heute mal. Ich wollte mich ursprünglich schon früher melden, hat sich aber dann irgendwie nicht ganz so ergeben. Ich habe nämlich heute Morgen ein bisschen Wäsche gemacht und dann war ich auch schon im Fitnessstudio und ja, dann war der Tag eigentlich auch schon rum. Ich habe noch ein bisschen was für die Uni gemacht und dann war der Tag rum. Und jetzt haben wir auch schon, ja, fast 20 Uhr und ich wollte euch ein kleines Update geben. Ich beginne einfach mal mit dem Buch, was ich beendet habe. Und zwar habe ich ja als Hörbuch Aquila von Ursula Poznanski gehört. Das habe ich heute tatsächlich beim Sport fertig gehört. Und ja, was soll ich sagen? Ich weiß gar nicht, ob ich glaube, die Woche habe ich schon meine Meinung dazu ganz kurz gesagt. Es ist ein Drei-Sterne-Buch für mich. Das Ende hätte ich jetzt so nicht erwartet, da bin ich ganz ehrlich. Aber es konnte mich trotzdem irgendwie nicht packen. Es war mir zu unspannend. Ja, es konnte mich einfach nicht mitreißen. Mehr dazu werde ich dann einfach auf jeden Fall im Lesemonat sagen, der ja auch schon wieder bald online kommt. Ja, auf jeden Fall ein Drei-Sterne-Buch. Ich denke, Ursula Poznanski hat bessere Jugendbücher geschrieben. Ich habe ja noch Elenus oder Elanus. Ja, genau, das hatte ich schon mal erwähnt, auch hier. Und das werde ich auch irgendwann im Laufe dieses Jahres hoffentlich noch lesen. Und genau, dann lese ich ja noch Lockwood und Co. Das flammende Phantom, da bin ich tatsächlich schon sehr, sehr weit. Ich bin jetzt auf Seite 409, also auch nicht mehr so viel. Wenn ich gut bin, kriege ich das Buch heute fertig. Das werde ich einfach mal schauen. Wäre auf jeden Fall ein guter Plan, wenn ich das Buch fertig habe. Dann kann ich nämlich mit dem fünften Band anfangen und die Reihe auch wieder beenden. Da würde ich mich sehr drüber freuen, denn dann habe ich wieder eine Reihe beendet. Ja, ganz kurz zum Buch. Ich finde das Buch immer noch grandios. Ich habe super viel Spaß mit den Vieren, beziehungsweise mit fünf, den fünf. Ja, die sind momentan auf der Suche oder auf dem Pfad beziehungsweise suchen gerade das flammende Phantom. Sehr, 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 sehr spannend. Für mich persönlich nicht gruselig, aber ich finde es unglaublich spannend. Ich mag die Charaktere sehr gerne. Ich mag die Entwicklung auch irgendwie sehr gerne. Auch wenn ich das schon so ein bisschen erwartet habe, weil sonst wäre es eben nicht Lockwood und Co. Ja, mehr möchte ich dazu, glaube ich, gar nicht sagen, bevor ich noch irgendwas spoilere. Auf jeden Fall wieder ein grandioses Buch. Tolle, tolle Geschichte, die wirklich Spaß macht zu lesen. Ich bin auch echt froh, wenn ich heute Abend weiterlesen kann, weil ich nämlich wissen möchte, wie es weitergeht, einfach weil die Geschichte toll ist. Ja. So viel zu Lockwood und Co. wieder. Also, ich freue mich auch auf jeden Fall auf den fünften Band. Ich glaube, ich werde ein kleines bisschen traurig sein, dass die Reihe zu Ende ist. Aber ich muss sagen, die Reihe wird von Band zu Band besser. Also, jetzt gerade auf jeden Fall der vierte Teil gefällt mir unglaublich gut. Ja, und ich hoffe, in dem fünften Band geht es einfach so weiter. Ja, wenn ich das Buch nämlich jetzt beenden kann, dann kann ich das nächste Woche wegbringen zur Bücherei und auch das C&A-Paket. Das ist so mein Vorhaben. Ja, und sonst weiß ich gar nicht, was ich euch noch so erzählen kann. Ich muss mal kurz gucken, ob es noch fokussiert ist. Ja. Ja, sonst weiß ich gar nicht, was ich noch erzählen kann. Morgen passiert auch nicht mehr so viel. Da werde ich ein bisschen Zeit mit meinem Freund verbringen. Jetzt so durch die WM. Ja, ich weiß nicht, wer es kennt. Ich bin jetzt nicht so der Fußball-Fan,
die Fußballbegeisterte, die WM und die EM gucke ich eigentlich immer, also gerade so, wenn, auf jeden Fall, wenn Deutschland spielt. Die restlichen Spiele interessieren mich jetzt nicht so, würde ich mal behaupten. Ich gehe zwar unglaublich gerne ins Stadion, aber einfach nur, weil ich die Stimmung da unglaublich geil finde. Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber das musste ich jetzt mal so ausdrücken. Und sonst bin ich eigentlich nicht so der Fußballfan. Und ja, jetzt wo die WM anfängt, mein Freund guckt unglaublich gerne Fußball, fährt da drauf voll ab, guckt jetzt auch ziemlich viele Spiele in der WM und das interessiert mich halt so null. Deswegen verbringen wir momentan relativ viel Zeit auch einfach getrennt, weil er Fußball guckt und ich dann eben was anderes mache. Und da müssen wir nicht unbedingt beieinander sitzen, aber wir machen dann immer dann, wenn gerade was kommt, was ihn nicht so interessiert, ja, dann machen wir was zusammen. Und morgen ist das dann wohl der Fall. Und am Sonntag schaue ich natürlich das erste Deutschlandspiel. Ja. Heute im Fitnessstudio haben wir so ein bisschen Ägypten gegen Uruguay geguckt. Das lief da. Ja, während dem Laufen habe ich das dann geguckt. Ja, könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Seid ihr Fußballbegeisterte? Guckt ihr überhaupt die WM oder die EM? Oder sagt ihr, guckt überhaupt nichts? Also ich selbst alleine gucke ich Deutschlandspiele, aber den Rest gucke ich halt wirklich überhaupt nicht, weil es mich einfach nicht interessiert. Ja, aber meine Meinung, eure Meinung würde mich auf jeden Fall mal sehr darüber freuen. Und dann melde ich mich einfach am Wochenende mit einem neuen Update. Und genau, bis dann. Hallo ihr Lieben, ich melde mich heute auch mal wieder spät abends. Wir haben jetzt genau 19 Uhr und ich wollte euch ein kleines Leseupdate geben. Heute ist ehrlich gesagt noch nicht viel passiert. Ich war ein bisschen unterwegs in der Stadt, habe ein Buch weggebracht, zur Bibliothek wieder zurück und habe mein C&A-Paket weggebracht, was ich ja eigentlich nächste Woche wegbringen wollte. Und jetzt schreibt mir, glaube ich, mein Freund. Und genau. Lockwood und Co. habe ich gestern Abend tatsächlich noch nicht weggebracht, sondern gelesen. Ich habe es heute weggebracht, deswegen kann ich euch das nicht mehr zeigen. Aber ich habe es gelesen und fand es wirklich, wirklich unfassbar gut. Es ist ein Vier-Sterne-Buch. Es könnte noch ein bisschen mehr. Ja, irgendwas hat mir noch gefehlt, ich weiß nicht genau was, aber es war wirklich grandios. Ich freue mich auf den fünften Band. Bevor ich den fünften Band aber lesen werde zu Lockwood und Co., gibt es übrigens dann ein bisschen mehr im Lesemonat. Genau, bevor ich Lockwood und Co. weiterlese, den fünften und abschließenden Band, möchte ich jetzt noch ganz kurz ein dünnes Buch zwischenschieben, und zwar New York Diaries Claire von Ellie Taylor. Das Buch hat noch knapp 300 Seiten und ich habe eben gesehen, hier ist eine Playlist drin. Wo finde ich? Jetzt finde ich es natürlich nicht mehr. Ja, irgendwo war eine Playlist. Ah. Genau, hier ist eine Playlist drin. Könnt ihr jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht sehen, aber da ist eine Playlist drin. Aber hier vorne, diesmal aufgeklappt, ist auch eine Playlist drin. Das habe ich auch eben durch Zufall gesehen. Ja, finde ich auf jeden Fall gut. Ganz kurz zum Inhalt. Hier geht es eben um Claire Gershwin, oder wie auch immer man sie ausspricht mit dem Nachnamen. Und sie kommt eben nach New York. Sie wurde frisch verlassen und ist pleite, um sich ein eigenes Apartment zu leisten. Deswegen zieht sie halt eben in den begehbaren Kleiderschrank ihrer Freundin June. Und genau, dann nimmt das Ganze so ihren Lauf. Ich muss mal gerade ISO verstellen. So, jetzt passt die Einstellung wieder ein kleines bisschen besser. Ja, das ist der Inhalt zu dem Buch. Ich denke, das kann man so ganz leicht und locker flockig mal zwischendurch lesen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf, wie mir dieses Buch gefallen wird. Und ich freue mich auch irgendwie schon drauf, weil ja, es ist einfach irgendwas Leichtes. Und ich glaube, das Buch habe ich auch ziemlich schnell durchgelesen, sodass ich dann mit Lockwood und Co. weitermachen kann. Ich hoffe, ich schaffe die zwei Bücher bis Ende nächster Woche, aber das sollte eigentlich drin sein. Und genau, entschuldige, wenn ich angestrahlt werde. Von da oben scheint gerade, also von da oben, scheint gerade die Sonne hier rein. Und da sind mal Wolken davor und mal Licht. Und wenn eben keine Wolken davor sind, wird es eben heller, logischerweise. Genau, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie mir dieses Buch gefallen wird und was wir mit Claire erleben werden. Und dann gibt es dann noch zwei andere Bücher, drei andere Bücher, die sind auch schon alle erschienen. Und wenn mir das Buch gefallen wird, werde ich wahrscheinlich die anderen auch lesen. Aber ich glaube, das wird keine Reihe, die auf jeden Fall in meinem Bücherregal irgendwie bleiben wird. Ich muss mal gucken, wie ich an die anderen Bücher hinkomme.
Denn die hat meine Bibliothek auf jeden Fall nicht. Da muss ich mir noch ein bisschen was überlegen. Vielleicht kaufe ich mir die irgendwie bei Rebuy oder mal schauen. Das sehe ich ja dann, wenn es soweit ist. Cover sind auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und ich freue mich auf dieses Buch und werde euch dann auf jeden Fall, ich denke, morgen ein kleines Update geben, denn ich werde heute schon auf jeden Fall mal reinlesen und vielleicht auch weiterlesen und mal schauen, wie weit ich komme. Aber ein kleines Update werde ich euch bestimmt dann eben morgen geben. Ja, das war es soweit zu dem ganzen Bücherkrimskrams. Ich werde mir gleich nochmal ein Abendessen machen. Und dann wird auch nicht mehr viel passieren. Ich werde mich dann auf jeden Fall morgen nochmal melden und euch, wie gesagt, ein kleines Update zu den New York Diaries geben. Und morgen wird auch nicht mehr viel passieren, weil um 17 Uhr spielt ja auch schon wieder Deutschland. Und das werde ich natürlich eben schauen, weil, wie ich ein paar Clips zuvor schon gesagt habe, die Deutschlandspiele schaue ich halt eben. Und ich schaue aber auch hier immer nebenbei mal, wie gerade so die aktuellen Spielstände sind. Und habe dann hier auch so ein, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie oder blöd ist, von Subway so ein Heftchen. Da kann man halt eben die ganzen Dinge also eintragen. Das mache ich halt eben, weil ich das irgendwie, ich mag das irgendwie alles so aufgelistet und im Überblick zu haben. Ich bin ein, ja, ich mag es gerne, wenn ich irgendwie über irgendwas die Übersicht habe und deswegen fülle ich das immer aus. Und bevor ich hier gleich zum Geist werde, beende ich diesen Part und ich melde mich morgen. Hallo an diesem wunderschönen Sonntag. Wir haben jetzt kurz vor 11 Uhr und ich habe heute noch nicht wirklich was gemacht. Wollte euch aber jetzt mal ein kleines Leseupdate geben, damit ich dann das Video schneiden kann, damit es morgen pünktlich online kommen wird. Ich hatte ja gestern schon erwähnt, dass ich New York Diaries Claire, den ersten Band, anfangen möchte. Ich muss gerade mal das Lesezeichen richtig reinmachen. So, das ist dieses Buch hier. Ich bin auch auf Seite 50, ganz genau. Ja, gefällt mir soweit ganz gut. Es ist jetzt noch nicht so arg viel passiert. Ist auf jeden Fall interessant, weil die Protagonistin eben älter ist. Sie ist jetzt 32, was ich wirklich sehr spannend finde. Sonst sind sie ja immer ja, so 16, 17 irgendwie. Und hier eine 32-jährige Protagonistin. Ich kann mich mit ihr jetzt nicht ganz so identifizieren, weil ich ja doch schon etwas, ja, 10 Jahre jünger bin. Nee, nicht ganz, aber fast. Aber trotzdem ist es irgendwie immer was anderes, weil sie einfach eben älter ist und in einer Situation ist, in der man nicht unbedingt in dem Alter ist, für gewöhnlich. Was jetzt nicht heißen soll, dass es natürlich nie vorkommt, aber für gewöhnlich kommt das eben nicht vor. Und ja, ich mag ihre Geschwister, also Josh oder Josh, 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 wie auch immer man das ausspricht. Ja, mag ich irgendwie gerne, auch wenn er jetzt noch nicht so einen großen Teil hier eingenommen hat, aber doch schon mehr als ihre Schwester Natalie. Ich mag die Protagonistin auch irgendwie. Ich finde das ja wirklich sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, was auf jeden Fall auf den nächsten Seiten noch passieren wird. Heute komme ich sehr wahrscheinlich nicht zum Lesen. Vielleicht werde ich nachher noch mal ein paar Seiten lesen. Aber viel werde ich da heute wahrscheinlich nicht vorankommen. Genau, vielleicht. Ja, nix vielleicht. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich zu diesem Buch großartig sagen sollte, weil es eben. Weil ich noch eben noch nicht so weit bin. Ich werde euch auf jeden Fall nächste Woche mehr davon berichten, denn da bin ich auf jeden Fall weiter und ich denke, das werde ich auch nächste Woche beenden können. Ich hoffe es zumindest. Und dann muss ich mir aber überlegen, welches Buch ich als nächstes mitnehmen werde. Kommt drauf an, wann ich das Buch beenden werde, weil ich ja nächste Woche Montag, also nicht die Woche drauf Montag, also am 25. In den Urlaub fahre. Und da möchte ich nicht so viele Bücher mitnehmen. Dann nehme ich auf jeden Fall mein Kindle mit und dann schaue ich einfach mal, wie das mit den Büchern klappt. Aber ja, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und heute wird ehrlich gesagt auch nicht mehr viel passieren. Ich werde jetzt gleich mein Zimmer putzen, so wie jeden Sonntag bei mir. Und dann wird auch nicht mehr viel passieren. Deswegen beende ich das Ganze an der Stelle, damit es nicht noch irgendwie unnötig länger wird. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr bei einem meiner Videos vorbeischauen würdet. Eins werde ich euch oder zwei werde ich hier euch auf jeden Fall verlinken. Und da wurde mir gerade geschrieben. Und ich würde mich auch darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Ist auch alles kostenlos, dann würdet ihr nämlich kein Video mehr verpassen. Natürlich abonniert meinen Kanal nur, wenn euch die Videos gefallen. Würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen. Ich würde mich auch sehr über Feedback zu den Videos freuen, was ich für euch noch verändern könnte. Da
kann ich ja dann ein bisschen was verändern, damit es dann euch besser gefällt vielleicht. Auch über Videowünsche würde ich mich sehr freuen. Und das war's dann jetzt von diesem Video. Wir sehen uns das nächste Mal und bis dann. Tschüss!